Das Brandenburger Tor, der Tiergarten, das Kanzleramt, die Geschichten der bekanntesten Orte Berlins werden bei Stadtrundfahrten jeden Tag rauf und runter erzählt. Dieser Podcast geht auf Spurensuche nach Gebäuden, Plätzen und Straßen, die zwischen den großen Sehenswürdigkeiten liegen und ihre eigene Geschichte zu erzählen haben. Ich bin Henrike Möller und ich nehme euch in der neuen Staffel Geheimnisvolle Orte mit an Orte, denen es nicht immer anzusehen ist, die es aber in sich haben. Ich erzähle euch Geschichte und Geschichten. Das ist die Journalistin Henrike Möller und ihr hört den Podcast-Podcast von Detektor FM. Heute empfehlen wir euch den RBB-Podcast Geheimnisvolle Orte. Henrike Möller fährt an Orte, über die noch längst nicht alles in den Geschichtsbüchern steht, was es zu erzählen gibt. Mitten in Berlin liegt zum Beispiel eines der ältesten Gefängnisse Deutschlands, die Justizvollzugsanstalt Moabit. Das ist übrigens der alte Terroristenflügel. Also ich habe viel gehört über das, über meine Kumpels, aber das selbst, wenn man das selbst erlebt, kann man sich einfach weder vorher noch nachher noch mal richtig vorstellen, was da für ein Ton geherrscht hat, was los war. Ihr einziges Verbrechen war eigentlich, dass sie ein brennendes Stück Papier in einen Mülleimer geworfen hatte. Von dem Moment an weißt du wirst hingerichtet. Seit 1881 beherbergt das Untersuchungsgefängnis Moabit Menschen, die auf ihren Gerichtsprozess warten. Henrike Möller nimmt uns mit ins Gefängnis und erfährt von Schicksalen, die diese Mauern zu einem wichtigen Schauplatz deutscher Geschichte machen. Etwa 800 Inhaftierte sind in der JVA Moabit untergebracht. Auf einer Fläche von 4,3 Hektar. Drogendealer, Gewaltverbrecher, Mitglieder krimineller Banden. In den 30er Jahren sieht das anders aus. Natürlich sind auch damals die unterschiedlichsten Straftäter unter den Inhaftierten, aber nicht nur. Auf einmal ist da ein neuer Typ von Häftling. Einer, der nach unserem heutigen Rechtsverständnis in einem Gefängnis nichts zu suchen hat. Regimekritiker und politische Gegner. Einer von ihnen war der KPD-Führer Ernst Thälmann. 1933 wurde er festgenommen und saß 11 Jahre lang in Einzelhaft. Einen Prozess gegen ihn gab es nie. Das hätte zu viel Aufmerksamkeit erregt. Die KPD schmiedete mehrere Ausbruchspläne, um ihren Anführer zu befreien, wurde aber von der Sowjetunion immer wieder in letzter Minute zurückgepfiffen. 1944 wurde Thälmann im KZ Buchenwald ermordet. Welche anderen berühmten Insassen saßen schon in Moabit ein? Warum ist das Gefängnis sternförmig aufgebaut? Und für wen musste eigens ein neuer Hochsicherheitstrakt gebaut werden? Henrike Möller spricht mit Historikern, ehemaligen Inhaftierten, Zeitzeugen und jenen, die heute im Gefängnis arbeiten. So wie Annette Lorenz. Das begab sich so ungefähr, ich sag mal vor 3 Jahren oder so, habe ich hier einen Schrank gefunden und da hatte ich keinen Schlüssel mehr dazu und habe das Schloss geknackt und da waren also... Sie haben das Schloss geknackt? Ja, ich musste ja wissen, was ist in diesem Schrank. Also, und da waren diese ganzen historischen, ja, unzählige Fotos, die gerade sortiert werden. Sie zeigt mir das Bild einer jungen Frau. Schulterlanges Haar, Mittelscheitel, trauriger Blick. Daneben ein Einlieferungsschein ins Gefängnis Moabit vom 19. November 1941. Sogar die Zellennummer ist angegeben. Zelle 63, Teilanstalt 3. Der Name der Frau, Bronislava Chubakowska. Was man so weiß, ist, dass sie also am 15. August 1942 durchs Fallbeil ums Leben gekommen ist. Henrike Möller findet heraus, dass Bronislava Chubakowska Zwangsarbeiterin während der NS-Zeit war, dass ihre Hinrichtung etwas mit der polnischen Untergrundarmee zu tun hatte und welche ihre letzten Worte an ihre Familie waren. Der Podcast Geheimnisvolle Orte erzählt von Vergangenheit und Gegenwart. In der Folge zum Gefängnis Moabit geht es nicht nur um ehemalige Inhaftierte, sondern auch um den Alltag heute und Fragen wie, wo gehen Gefangene eigentlich zum Friseur? Mit Neugier und Hingabe entdeckt Henrike Möller neue Geheimnisse an geschichtsträchtigen Orten, vom Flughafen Tempelhof über die Berliner Charité bis hin zum Braunkohlekraftwerk in der Lausitz, das damals fast die gesamte DDR mit Gas versorgt hat. Den Podcast gibt es seit 2021, gerade ist die 3. Staffel angelaufen. Und wer diesen Podcast hört, verbindet sich auch mit den Bluetooth-Lautsprechern der Nachbarn, um geheimnisvolle Musik abzuspielen.
Das war der Podcast-Podcast für heute, unser täglicher Podcast-Tipp hier bei Detektor FM. Wenn euch unsere Tipps gefallen, dann folgt uns doch direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder Deezer. Da könnt ihr übrigens auch eine Bewertung dalassen, was uns und unserer Arbeit sehr hilft. Dieser Tipp kam von Joana Voss, Redaktion Doreen Rothmann, Produktion Tim Schmutzler und ich bin Ina Lebedjew. Morgen empfehlen wir euch den Podcast Zeitkapsel. Wir hören uns.